Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TV Emstetten. Endstand vor 4204 Zuschauern 33-24. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Guten Abend. Ich muss sagen, ich bin heute eigentlich stolz darauf, wie wir uns präsentiert haben. Es war ein Spiel für uns heute. Und wir haben gefightet. Es war nicht Top-Leistung von uns. Aber was mir sehr gut gefallen hat, war halt, wie viel wir investiert haben in den Spiel. Auch wenn es verloren war oder scheinlich verloren war, die Jungs sind einfach immer weiter nach vorne marschiert. Und das ist eigentlich positiv oder sehr positiv. Und es war ein schweres Spiel für uns heute gegen einen starken Gegner. Ich gratuliere Robert und Erlangen zum verdienten Sieg. Und es ist einfach super für uns zu sehen, wie wir uns einfach orientieren müssen. Auf den ganzen Verein, auf den Erlangen, auf den Handball, die der Erlangen spielt. Und es war sehr, sehr gut zu sehen und erleben auf eigene Haut, wie weit Erlangen ist als ganze Organisation. Danke. Vielen Dank. Robert, wie hast du die letzten 60 Minuten gesehen? Ja, auch. Schönen guten Abend. Ich bin auch zufrieden. Wenn man mit 9 gewinnt, das ist sehr, sehr gut. Also das macht nicht jede Mannschaft. Wir haben immer schwere Spiele gegen solche Mannschaften, auch gute Mannschaften, die spielen ein bisschen anders. Viel auf Risiko, viel auf Tempo und das macht es manchmal sehr, sehr schwer, gegen zu spielen. Ich finde insgesamt von Tore, nur erste Halbzeit war ich ein bisschen mit 2, 3, 4 Tore in der Abwehr. Anfangsphase war gut, dann finde ich, die haben ein paar Tore zu viel. Hat man das so auf 9, 10, 11, dann ist es sehr, sehr gut, aber hervorragende Jan Stochel im Tor, wenn er reinkommt. Martin macht ein super Spiel heute. Der kann noch mehr für sich selber machen. Da kommt immer mehr und mehr. Seine 7-Meter-Quote ist ja unglaublich gut im Moment auch. Aber das wird so ein Spiel wie heute und wir meistern es trotzdem gut, finde ich, als Mannschaft. Klar machen wir ein paar Sachen oder Fehler, dass wir nicht mit zufrieden sind, dass wir nicht wollen, dass wir verbessern müssen und auch wollen. Und daran arbeiten wir. Aber wie gesagt, manchmal klappt nicht alles ganz so, wie man das möchte. Aber ein Sieg mit 9 Toren, da kann man nur zufrieden sein. Danke, Robert. Stefan, erster Clubday, viele junge Handballer hier in der Halle. Über 4000 Zuschauer, wie hast du denn, jetzt sage ich mal, erstmal außerhalb des Spiels den Tag heute wahrgenommen? Ja, sehr, sehr positiv. Ich glaube, wir können mit der Veranstaltung und dem Spiel insgesamt sehr zufrieden sein. Wer die vielen begeisterten und begeisterten Kids und Jugendliche gesehen hat, die mit leuchtenden Augen hier heute gesessen haben und teilweise auch zum ersten Mal da waren und was da hier in der Region an Handballbegeisterung herrscht, das hat man heute gespürt. Und vielen Dank bei allen Beteiligten für die tolle Organisation und die Abwicklung und auch die vielen, vielen Vereine, die unserem Aufruf gefolgt sind und das Spiel gegen den TV Emstetten heute zu etwas Besonderem gemacht haben. Das Spiel als solches, ich glaube, Robert hat das gut zusammengefasst. Emstetten hat sich nie aufgegeben, hat gekämpft. Uns ist nicht alles gelungen, aber im Großen und Ganzen wäre das Kritik auf hohem Niveau. Wir haben das Spiel mit 9 Toren gewonnen, haben es eigentlich jederzeit unter Kontrolle gehabt. Und wir haben ja vor dem Spiel gesagt, wir wollen heute uns ein gutes Gefühl holen vor diesen 3 Auswärtsspielen, vor allen Dingen vor diesem Hammerwochenende, was jetzt bevorsteht, freitags in Wilhelmshaven und sonntags in Coburg. Das sind 2 ganz, ganz schwere Aufgaben und ein paar Kilometer sind auch noch zu absolvieren in den noch nicht mal 46 Stunden, die dazwischen liegen. Also von daher, glaube ich, können wir uns jetzt gut vorbereiten. Die Jungs haben 1, 2 Tage Zeit, sich jetzt mal ein bisschen auszuruhen, den Kopf freizukriegen, zu regenerieren und dann
bin ich mir sicher, dass Robert und sein Trainerteam die Mannschaft optimal vorbereiten wird. Und dann bin ich mal wirklich sehr gespannt, was uns nächstes Wochenende gelingt. Sollten wir auch da positives mitnehmen aus dem Wochenende, dann sind wir wirklich auf einem noch besseren Weg, auf dem wir ohnehin schon sind. Aber ja, wie gesagt, Step by Step.